Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Chaos Legion Ebene 4, die Ruinen von Mordor. Whew. A man tormented by the sin of his past encountered a girl who had lost everything. She provides information to assist them in reaching the ruins of Mordor in search of Delacroix. They know all too well that they will not pass through this land without battles to fight. In der Tat. Kapitel 4, Ebene 4, wie auch immer, die Ruinen von Mordor. Ob man es jetzt in Kapitel unterteilen möchte oder nicht, macht im Großen und Ganzen keinen Unterschied. Diesen Level habe ich mitunter studiert. Das liegt aber daran, dass ich in meinem... Ich will es jetzt nicht Trainingsrun nennen, weil es kein Trainingsrun war. Aber als ich es offscreen das erste Mal wieder alleine für mich gespielt hatte, dieses Spiel, dieses... Es ist ein gutes Spiel, es ist nur manchmal grausam schwer. Da wurde es ein bisschen gefährlich, meiner Meinung nach, aber da kriegen wir schon hin auf die, irgendwie. Wenn ich nicht so einen Scheiß baue hier. Ah je. Ich wollte eigentlich jetzt das Ding hier oben treffen. Aber gut, Dinge treffen, die ich treffen will, ist nicht unbedingt mein Gebiet. Also kümmere ich mich erstmal um die kleinen und großen Viecher und dann können wir weitersehen. So. Das war das. Bei diesen Dingen habe ich leider keine Ahnung, wie man das gut vernichten kann. Ich weiß nicht, ob das hier mehr Schaden macht oder auch nicht. Sieht halt nicht so aus. Und ich habe infolgedessen wirklich keine Ahnung, wie man gut gegen diese Dinger vorgehen soll. Denn das sieht alles nicht sehr hilfreich aus. Wie ein normaler Generator funktioniert das? Ich habe auch ehrlich gar keine Ahnung, was das hier sein soll. Scheint ein fliegendes, komisches Ding. So wie ich es gesehen hatte, hatte selbst die englische Wiki-Seite hierfür nicht mal eine Ahnung, was das hier sein soll. Beziehungsweise, sie war noch sehr unausgereift, interessanterweise, dafür, dass das Spiel schon so alt ist. Also entweder hat das Spiel einfach nicht sehr viele Anhänger oder ich weiß es auch nicht. So, jetzt ist es weg. Und jetzt beginnt Phase 2 dieses großen Kampffeldes. Es gibt insgesamt blablabla, drei Stück. Und damit meine ich nicht Generatoren, denn davon gibt es vier. Nein, es gibt drei Phasen. Phase 1 besteht daraus, dass in der Mitte sehr viele von diesen Metallmonstern spawnen. Und wir also die Generatoren ausschalten müssen. Okay. Gut, das ist wieder gegangen. Die Generatoren sind dieses Mal nicht sehr widerstandsfähig, interessanterweise. Das heißt, zumindest hier habe ich ein bisschen mehr freie Bahn. Ah, und natürlich diese metallenen Stachelmonster. Ich liebe sie ja abgöttisch. Ugh. Ich meine, die Schwierigkeit kommt daher, dass sie ein bisschen schneller sind. Und ich drück schon rapide auf den Schussknopf. Und trotzdem kommen sie durch und machen manchmal so sehr, sehr nette Au-Sachen. Also ich hasse sie dafür irgendwo schon, wirklich, ja. Sobald ich hier wieder alles ausgeschaltet habe, kann ich hier aber wieder reinrennen. Und den nächsten Generator ausschalten.
Da hat nicht mal das große Vieh Chance, an mich ranzukommen. Mein Angriff wird gesteigert. Ich werde wieder geheilt. Alles in allem doch noch ein guter Tag, was das angeht. Aber gefährlich ist es trotzdem. Hier ist es auch ein bisschen sehr gefährlich. Hier müsstet ihr aufpassen. Nicht so wie ich. Im Prinzip wollen wir jetzt hier hinein. Und zwar nicht so wie ich das hier mache. Hier rein. Schnell ein paar von diesen Metallviechern vernichten. Die zwei reichen im Großen und Ganzen. Und den Generator zerstören. Nebenbei ein bisschen Seelenenergie noch sammeln, damit ich mein Wappen nicht kaputt mache. Denn das wäre schlecht. Warum wäre das schlecht? Weil wir dann das Wappen nicht mehr nutzen können. Natürlich nur für bestimmte Zeit, bis ich genügend Seelenenergie wieder gesammelt habe. Aber wir wollen nicht Seelenenergie sammeln müssen, wir wollen unser Wappen benutzen, nicht wahr? Ja. So. Hier sind wir jetzt beim letzten Gebiet. Eigentlich ist es hier sehr ungefährlich. Eigentlich. Solange wir das richtige Ziel anvisieren, natürlich. So. So, sobald der kaputt ist, könnt ihr hier reingehen. Ihr seid zumindest sicher hinter diesem Generator. Müsst ihr nur ungefähr ein bisschen Siegs wackeln, ich sag mal, unterdrücken. Und schon sind wir voll geheilt und gehen in Phase 3 hinein. Die leider auch immer noch sehr anstrengend ist. Deswegen, ich hoffe, dass es gut funktioniert. Phase 3 findet am Tor statt. Wie ihr gesehen habt, ist so da. Natürlich findet das am Tor statt. Dementsprechend solltet ihr natürlich darauf achten, dass euer Wappen noch einsatzfähig ist. Besonders unser Schusswappen. Denn es sind natürlich mal wieder Metallmonster hier, und zwar eine Menge. So. Wenn die hier weg sind, sie respawnen nicht. Soweit ich weiß, respawnt hier im Prinzip sogar gar nichts. Aua. Ah ja, Gott nochmal. Ich dachte, du bist tot. So. Okay, die respawnen anscheinend. Ich dachte, die respawnen nicht. Aber scheinbar respawnen sie. Oder zumindest... ja, eine kleine Auflage von denen respawnen. Gut. Dann werde ich mich jetzt erstmal um diese Gegner hier kümmern, denn... da ist noch einer. Da war da... achso, nee. Das bist du. Okay, ich wollte schon sagen, da war doch noch ein Metallmonster. Okay. Dann kümmern wir uns um die Großen hier. Ich gebe nur den Angriff zum Befehl. Sie machen das ja hier wunderbar selber. Irgendwie hat der Große gar keine Lust, was zu machen. Finde ich gut so. Dann kriegt er halt konstant Schaden. Bis er dann irgendwann mal ins Gras beißt. Sehr schön. So. Hier ist natürlich jetzt die Sache, ich habe keine Ahnung, ob man diese Viecher halt irgendwie mal vernünftig bekämpfen kann. Der hängt halt hoch und, ja, hängt da halt. Ich kann mich dazwischen stellen und draufhauen, aber ob das jetzt der richtige Kampfweg ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß leider überhaupt nicht, ob diese Gegner... so vernünftig zu bekämpfen sind oder ob man das eigentlich anders machen soll. Problem ist halt, mir wird jetzt kein einfacher Weg einfallen, es sei denn, die schießen so da drauf, aber ich weiß halt auch nicht, ob das mehr Schaden macht, das ist die Sache dabei. Ich meine, ich krieg Erfahrungspunkte dafür, aber
Ich krieg genauso gut Erfahrungspunkte dafür, dass sie diese unzerstörbaren Gegner hier erstmal vernichten wollen, aber... Das macht die Sache halt nicht besser, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dafür halten wir einen Thanatos-Teil, interessanterweise. Und dann kommen wir schon zum Boss. Aber das ist ein... Boss, den wir schon kennen. Ich bin gespannt, wie oft ich hier sterben werde. In meinem Proberun war es mehr als 10 Mal. Ja, ihr seht, es ist dieses Ding. 3-mal. Nein. 6-mal. 6-mal. Okay. Der Trick dabei ist natürlich, er ist in dieser, ich renne die Wand ein Form so gesehen. Und sobald er in die Wand rennt, habt ihr eigentlich schon gewonnen. Also die Bossleiste wird sich von allen geteilt, das ist schon mal der Fakt. So, wir haben gegen den ersten gekämpft. Das Kampffeld wird irgendwie resettet, warum auch immer. Und dann kommt schon Phase 2. Auch hier, der Gegner rennt wieder zu euch. Das heißt, ihr müsst ausweichen. Ausweichen, sagte ich, und nicht da reinspringen, aber okay. Der Kopf ist immer noch die Schwachstelle. Also es ist sehr praktisch, wenn ihr zumindest einen dieser Gegner hier zumindest schon mal vernichten könnt. Ja, hast du toll gemacht. Wirklich schlimm wird es erst, wenn es 3 gleichzeitig sind. Das kann ich zumindest euch sagen. Ja, und ab und zu hat er diesen Anfall, in dem er selber da reinrennt. Das Schlimme ist natürlich, er ist nur richtig anfällig gegen die Schläge, wenn er gegen eine Wand gerannt ist. Also ihr könnt immer noch hinrennen und draufhauen. Aber ihr seht, das macht deutlich weniger Schaden. Das würde ich nur empfehlen, wenn ihr... Ja, gegen ihn schon... eine beträchtliche Summe an Schaden gemacht habt. Und dann kommen sie hier wieder raus. Das sind wieder 3 Stück. Und zusätzlich zu diesen 3 Stück, wie ihr seht, bekommen wir dann normale Gegner. Ja, jetzt sterbe ich gleich. Weil ich auch nicht verstehe, was hier gerade abgeht. Ich glaube, der eine da rennt noch, die anderen liegen auf dem Boden und flennen. Und da renne ich in den Bein rein. Da sind Generatoren vorhanden, aber ob es sich lohnt, die während des Kampfes zu zerstören, hatte ich jetzt noch nicht. Ich werde jetzt einfach mal, dadurch, dass ich nur 9 Minuten für die Stage gebraucht habe, werde ich mir mal herausnehmen, diesen Kampf nochmal zu machen. Denn ich kann zumindest sagen, ich habe ihn mal hingekriegt, ohne mich zu heilen. Meine Freundin kann allerdings bestätigen, dass da sehr viel Rage im Gange war. Denn ich hasse diese Kämpfe. Ich finde den Bosskampf ja auch nicht sonderlich gelungen, wenn man das einen Bosskampf nennen möchte, so nebenbei bemerkt. Ich meine, es ist... jetzt wollte ich sagen viermal. Es ist zweimal derselbe. Ja, im Prinzip zweimal derselbe Boss. Den hatten wir eine Stage davor. Jetzt einfach nur in 6-facher Ausführung. Macht den Kampf jetzt auch so spannend. Ja, ich habe nicht immer das Problem mit dem Springen. Manchmal ja, aber nicht immer. Die Hitbox ist ein bisschen seltsam manchmal, muss ich zumindest sagen. Hey, hey du, du willst doch rennen. Komm, komm, du willst rennen. Komm, 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 du willst rennen. Komm, komm her. Ah. Come on! Guck mal, ich bin hier. Guck mal. Ich bin hier, du Vollpfosten. Ah. Ah, for fuck's sake. Da renne ich schon in seinen Weg rein, damit er versucht, mich zu töten. Und dann macht das nicht. Na? Ah,
come on! What the fuck? Danke sehr! Ja, ihr seht, jetzt habe ich volle Energie noch dabei. Was halt auch irgendwo nicht viel heißt, sobald diese Gegner hier rauskommen, das ist halt im Prinzip fast nix. Ist maximal ein Witz. So, sobald ihr einen dann ausgeschaltet habt, dann wird der Kampf sogar ganz... Ja, was heißt... Oh mein Gott! Lass es! Die blöden kleinen Mistviecher. Sobald ihr einen ausgeschaltet habt, kann der Kampf eigentlich ganz angenehm werden. Kann, muss nicht. Zumal ihr dürft nicht vergessen, der andere Gegner kann noch Schockwellen über den Boden schießen, also... Okay, jetzt natürlich, jetzt haben wir das Problem, der Gegner ist fast besiegt. Allerdings eben nur fast. Da es aber dieses Fast ist, ist es schon fast wieder das Risiko wert, reinzuspringen und zu versuchen, ihn zu vernichten. Jetzt hat er sich selber vernichtet. Wow. Also ich hoffe, das war spannend genug für euch. Für mich ist das immer sehr nervenaufreibend und ich hasse es. Und da haben wir dann das Schildwappen. Puh. Ja, Boss habe ich schneller abgeschlossen, als sie erwartet haben. Stage fast, aber nicht ganz. Schlagzahl, Spezialmonster 16 von 1214. Und sehen haben wir genau richtig. Ist also gar nicht so verkehrt. Noch ein Juwelen, Erfahrungsjuwel, warum nicht? Das Schildwappen oder auch Arroganz. Sie haben ein neues Schildwappen erhalten. Wenn Sie dieses Wappen aktivieren, können Sie die Arroganzlegion beschwören. Sie soll mich wohl im Großen und Ganzen beschützen. Ich mag sie aber nicht. Ich werde sie auch wahrscheinlich nicht benutzen. Es sei denn, jemand von mir, von euch schreibt mir jetzt, hör mal, Kommi, deine Meinung in allen Ehren, aber sie ist scheiße, denn dies, das und jenes. Also wenn ihr mir sagen könnt, die ist eigentlich total gut und, hat total viel drauf, dann würde ich sie vielleicht noch benutzen, aber im Normalfall ist sie mir wirklich einfach egal. 400.000, da brauche ich... Habe ich noch genügend Energie, Objekte dafür? Für 50.000? Ja, habe ich. Kann man gar nicht hingucken. Okay. Für sowas finde ich die dann doch ganz praktisch, diese Juwelen. Habe ich mittlerweile mal festgestellt, denn ich finde es nicht verkehrt, wenn ich sagen kann, hier, bam. Drei Stück, nicht mehr nur zwei. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, zu Ebene 5. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss.